Hab ich's gefangen? Verdammt nochmal! Ah, komm schon! Das war doch ein Safe-Hit. Scheiße. Beeil dich! Kacke. Von drei Seiten. Oh, wie mies. Lass sie in Ruhe. Schnell, sie kommen näher. Stirb in der Hölle. Okay, ein Klicker. Geht doch. Kacke. Du mieser, dreckiger, seuchenverseuchter Bastard. Okay. Ihr könnt mich mal. Oh. Ich hab nicht beachtet, dass das Klicker sind. Das... Sorry. Okay, ich renn mit euch. Ich will nicht mehr kämpfen. Verdammt nochmal! So lang! Okay, wir sind durch. Komm! Hier! Lauf rein! Okay. Okay, lauf weiter, Junge. Lol, was war das für ein Sprint? Will, sie kommen durch die Tür! Oh oh. Mach ihn fertig. Komm schon. Das kriegen wir auch so hin. Sehr schön, Jagdgewehrmunition. Lass ihn in Ruhe. Geh drauf. Sehr schön. Oh Gott, sie kommen durch die Tür. Verdammt, sie kommen her. Sie kommen her. Lauf weiter. Hier, lass durch den Gang. Sag mal, hast du keinen Weg zurück? Wie kommst du dann erst zu uns? Danke für die Rettung, Junge. Und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Was ein Part? Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße. Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. Was das? Ob das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Oh
Hauptsache, der weiß noch, wo all seine Minen sind. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Das hatte ich so oder so vor, mein Freund. Na, klar doch. Oh, also mit so viel Action gerade auf einmal hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat haben sie sich schon dreimal zu viel am Zaun aufgeschirmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen. Geh ihm einfach aus dem Weg. Also wirklich, ich betone es nochmal gerne. Nochmal. Also, ich dachte jetzt ehrlich, wir müssen noch ein bisschen durch die Stadt und einmal lade ich in so eine blöde Falle hinter einer Tür. Und dann sind wir auf einmal hier. Also, was eine Wendung. So, erstmal ein Saufen. Ist so eine Bar hier, oder? Den Schock bewältigen. Trainingsbücher. Okay. Mit Trainingsbüchern fertigst du das habe ich jetzt nicht mehr gelesen. Ding dong. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Ich sehe mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm Für dir, mich ist hier eine Notiz. Danke. Ja, das, es gibt keine Gesetze, mein Freund, hier draußen. Gruppe Hunters ist der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davongejagt. Erinnerung, mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Okay. So, jetzt bin ich mehr oder weniger bereit. Aber mecker mich bitte nicht an, ich muss leider hier auch nochmal rein. Und wo ist Seth? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Mehr Waffen? Ich bräuchte eigentlich nur mehr Munition. Und dann könnte ich auch mit den Waffen, die ich habe, klarkommen. So, wie ist denn die Haltbarkeit hier? Okay, das Rohr ist eindeutig besser. Medikram nehmen wir mit. Wir folgen dir, ganz unauffällig. Du wirst uns kaum bemerken, außer wenn wir reden. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ihr hört sich an, als gäb's Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay. Ich glaube, die Folge sollte FSK 18 werden. Lecker. Das hat er hier eigentlich aufgestellt, eine Falle. Aha. Ist ja ein richtiger Fallenprofi. Mensch. Dich können wir hier brauchen. Im Austausch gegen Tess. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist Gute Frage, Genie. Nächste Frage. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt?
Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Ich bin immer bereit. Aber ob die Munition bereit ist, ist auch eine gute Frage. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Kann ich klettern? Komm mal. Lass sie in Ruhe. Wie oft soll ich das noch sagen? Hey, das war sie. Boah. In dem Moment ist es einfach kaputt gegangen. Ich dachte schon, das war's für uns. Wenn man die Dinge schleifen lässt, der beißt uns gleich und dann. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Er führt kein Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man. Bill! Joel! Hier lang. Ja, ganz ruhig. Ich musste mir leider noch ein Rohr holen.